Leute, sicherlich fragt ihr euch, warum ich auf Google bin und meinen Google-Bildschirm filme. Google hat ein Spiel rausgebracht zu Halloween und dieses Spiel macht Spaß. Ja, ihr wisst, ich bin nicht gut in Anmoderation, deswegen spielen wir. Ja, der ist weg. Und ich, euer Leo, bin auch wieder dabei. Ja, der ist auch wieder da. So, wie funktioniert das Spiel? Da haben wir Geister, die sind böse. Die haben immer einen Strich oder ein Symbol über sich und den Strich muss man zeichnen. Und dann nehmen die Geister halt eben Schaden. Das ist schwieriger, als es sich anhört. Das könnt ihr mir glauben. Aber an und für sich ist das Spiel schon gut durchdacht. Kleiner Tipp, wer es nicht gemerkt hat, wir sind hier in der Bücherei und ich bin etwas verschnupft, deswegen kann man mich nicht hören. Ja, ich habe auch ein bisschen geschnupft. Wir haben 5 Leben. Die Geister kommen immer näher zu uns und wenn die uns treffen, dann ist halt eben ein Leben minus. Aber das ist nicht so schlimm, weil wenn man verloren hat, dann muss man nicht das ganze Spiel von vorne machen oder so. Das ist übrigens ein Boss. Das war eins. Das war die Bibliothekarin, wie man sie so schön nennt. Und jetzt geht's zum nächsten. Das sind die ganzen Level, 5 Stück an der Zahl. Ja, das ist sowas habe ich von Google auch noch nicht erlebt. Und wir sind in der Küche. Irgendwo so im Keller oder so. Die Blitze sind ganz böse. Mit Blitzen kann man übrigens auch zwischendurch löschen. Muss man dann mal ausprobieren, wie das ist. Hab ich gerade gemacht. Hat nicht so viel gebracht, warte mal. Ja, wir sind jetzt begeistert aus. Ach so. Und andere dann. Ja, Tatsache! Das siehst du mal, wie schlau ich doch. Das ist interessant. Die Symbole der Geister übrigens da oben, die muss man nacheinander abklappern. Kam jetzt schon der Boss? Ja. Hier haben wir einen Geisterkessel. Ich hab so irgendwie das Gefühl, dass der ein Insta-Kill ist. Ich will's aber nicht ausprobieren. Aber er ist sowieso tot. Was kam jetzt? Jetzt kam, glaube ich, die, das Planetarium oder Observatorium? Wie nennt man das? Oder Chemieraum, ja. Chemieraum. Auf die Plätze, fertig, zeichnen. Aber jetzt wird's richtig interessant. Also den oberen. Ja, jetzt wird es schon schwerer. Das merkt man auch. Ab und zu kommst du da richtig durcheinander. Das nächste Level wird ganz schön. Ja, genau. Es hängt. Aber es hat sich gelohnt. Und wie ist das halt? Ja, jetzt sind die kleinen Biester schon schneller. Ja, jetzt kommt der Boss. Was war das? Ist eine Spezialfähigkeit, der ist einfach nur schnell. Die Sonne über den ganzen Planeten. Naja, nicht alle. Aber die Planeten, die schauen so süß. Nein! Er hat dich angegriffen. Hooray! Und fragt euch nicht, warum da eine schwarze Katze ist. Wir wissen das selber nicht. Ist süß. Aber irgendwie
finde zu Halloween ganz niedlich. Eine schwarze Katze mit dem komischen gelben Augen. Und wir sind auf dem Sportplatz. Da unten liegt ein Wischmann. Das ist ein Wischmann? Ja. Das letzte ist Zirkus. Die Geister kriegen jetzt auch schon wieder richtig viele Leben. Bitte nicht so laut. Gesundheit. Und auch Fischen. Oder sowas ähnliches. Ah! Rot, blaue. Gelb. Grünes. Nochmal. Nein, das ist da oben. Ja, das passiert unten. Ach, ja, toll. Boah. Also ab und zu verlangen die da schon echt Übermenschliches. Ja, vor allen Dingen der... Der... Der ist ganz besonders lustig. Und tot. Kann ich mit dem, was da hinten mit dem Geist los ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss ich ein Herz malen oder sowas, aber ich bin nicht gut darin. Jetzt kommt das letzte Level, das besteht einfach nur aus dem Boss. Mit einer richtig geilen Musik im Hintergrund. Das ist das Schöne ist, die Leben werden gespeichert. Ich habe nur noch ein Leben. Nee, das wird nichts, weil... Ja, allein jetzt schon. Ja, ich bin tot. LOL. Okay, aber jetzt wird er mich umbringen, weil jetzt kommt... Jetzt wird er nämlich richtig böse. Das schaffst du nicht. Das schaffst du einfach nicht. Das ist doch so viel übrig. Aber man muss ja das ganze Spiel nicht wieder von vorne machen. So, aber jetzt kriege ich es hin. So schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Er hat eine schöne Stimme, der Kerl. Naja. Den Blitz kann man nicht gut treffen. Er hat aber auch noch drei Leben, das heißt, danach war's das. Das seht ihr? Das, wenn ich es geschafft hätte. Ich hätte. Es hätte nicht gereicht. Und das war's. Ende. Wer kommt denn nicht? Jetzt haben wir es gut. Alles ist glücklich. Und das ist der Eule, Frosch, Kürbis, Schenkel und Schmutz. Und freut sich jetzt, dass die ganzen Geister weg sind. Die Katze ist ganz vorne mit ihrem Buch. Ja, das ist. Das ist ein schönes Spiel, kann man sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist der 30. Oktober. Ich glaube, das Spiel wird morgen auch noch da sein. Ja, ist schön.